Und wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Anno 1503. Wenn ich mich noch etwas verschlafen anhöre, ja, das trifft sogar zu, ich bin noch etwas verschlafen. Der Abend war gestern einfach mal wieder viel zu lang. Viel zu lang und länger als geplant vor allem. Naja, jetzt muss ich mal ganz kurz mich wieder einklinken, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, es war in Planung, hier Bürger in die City zu bringen. Wofür wir noch Gewürze bräuchten. Die aber schon so halb auf dem Weg waren eigentlich, glaube ich, ne? Nee, das nicht. Haben wir denn noch alle Schiffe anständig benannt? Nee, haben wir nicht. Ach nee, das ist ja... Ach nee, okay, alles klar. So, Gewürzroute. Der Tipp ist echt genial, ne? Mit dem Benennen der Schiffe, dass man das da so ein bisschen anpasst. So, und ich fürchte fast, wir haben so viel Salz auf der anderen Insel, dass wir das gar nicht mehr... Warte mal. Nein! Halt! Anker lichten! Dass wir das hier gar nicht mehr mitnehmen brauchen. Hallo? Flottenkommandant an Deck! So. Dann nehme ich das nämlich gleich mal aus der Route raus, das Salz. Da das anscheinend komplett nutzlos geworden ist. Wir können ja manuell denn mal Salz rüberschippern. So, jetzt aber erstmal hier. Los geht's. Ja, schauen wir doch einfach mal, wie es hier läuft. Ich denke mal, wir haben hier... Ja, guck mal, Alter, wir haben hier über... Also, das Lager voll eigentlich. Ja, wir können gar nicht mehr mitnehmen, finde ich eigentlich schade. 210 Tonnen eigentlich. Ach komm, wir bringen da nochmal ein bisschen Holz hoch, um, die Lager etwas ausbauen zu können. Ja, vielleicht nehmen wir noch einmal Werkzeug mit und dann geht's los. Wobei, ich glaube, wir brauchen relativ viel Holz für den Marktplatz. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Dann werde ich mal die Marktplätze auch etwas sinnvoller danach platzieren. da. Ja, hier unten scheint der Handel ja auch noch zu laufen. Wo, die haben nur zwei Gewürzfarmen, wenn ich das richtig sehe. Wenn überhaupt. Oder ist das nur eine? Kann man nicht erkennen. Ich kenne die Gebäude hier nicht. So, da kommt unsere Route. Warte mal. Hey, Captain! Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich warte jetzt nochmal ganz kurz. Die sollen nochmal überall abholen. Da kommt nämlich nochmal eine beträchtliche Menge zusammen. Alter, zieht's euch rein, wie schnell das Lager voll ist. Ne? Auftrag wird ausgeführt. Das ist echt übel. Hart am Wind! Das war nicht mein Plan. Ach, das ist ja noch ein Schiff. Ach so, das ist... Och, Mann. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Bin gerade so unfähig. So, gib mir nochmal hier mehr Gewürze und... Los. Nein. Alter Schwede, war das knapp gerade. Flotte nimmt Fahrt auf, Kommandant. So. Mal einladen hier. Und dann bauen wir mal. Ich würde ganz gerne hier runter einen Marktplatz eigentlich bauen. Damit wir da unseren Händler etwas näher... Wo ist denn der eigentlich? Hä? Ach, da unten kommt der gerade. Was schon, ob er automatisch zu dem hier geht? Ja, macht er. Okay, da ist schon wieder ein Haus eingestürzt. Das habe ich gerade gesehen, hier unten. Frage mich, warum hier manchmal Häuser einstürzen. Naja, es wird schon seinen Grund haben. So, jetzt ist das Salz tatsächlich etwas runtergegangen. Also viel Salz wollen die gar nicht haben. Aber ich habe gerade gesehen, wenn man ihnen Salz gibt, dann, dann steigt gleich das Angebot. Wie können wir ihn jetzt einlagern? 230, das hat sich ja voll gelohnt gerade. Komm, wir nehmen mal den Rest der Insel hier noch ein. Hier oben ist noch ein Zippel irgendwie. Ne? Oh. Da fehlt doch so ein großes Stückchen noch hier. So. Na, komm. So. Dann baue ich den mal hier so hin. Man kann es ja später immer noch optimieren, wenn man da jetzt produktiv bauen will. Was auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, da die Fläche hier sehr schön grün ist, wie mir gerade mal so auffällt. Ja, doch. Denn hier unten, gut, hier ist es, ja doch, eigentlich, ich glaube, hier kann man auch bauen. Ich glaube, mein Rechner fängt schon wieder an, Geräusche zu machen.
Manchmal fängt der nämlich so komisch an zu schnarren. Naja, ich brauche unbedingt ein neues Gehäuse, ne? Also, mein Rechner, du würdest nie erkennen, was sich in ihm befindet, Ahoi, Captain! Wenn du ihn von außen siehst. Also, das Ding sieht von außen aus wie so ein uralt Windows 98 Rechner. Und innen drin steckt halt ein 6-Kern-Prozessor mit einer Nvidia GeForce GTX 570 oder was das dann war. Eine neue Grafikkarte soll ja auch her. Denn die ist auch nicht mehr so das Wahre. So, jetzt scheint es schon etwas anders zu laufen mit der Produktion. Aber da unser Kollege ja eine recht große Runde dreht, Eine recht große Runde dreht. Wo ist denn der? Ach, da. Haben die ja genügend Zeit, ihr Lager wieder aufzufüllen. Moment bitte. So, da musste gerade mal ein Taschentuch her. 225 Tonnen. Ach, sieht eigentlich ganz okay aus jetzt. Ich glaube, da kommt das Schiff. Jawohl. Ich glaube, das kann er eh nicht alles mitnehmen. Im Zweifel tauschen wir das Schiff hier mal gegen ein großes aus. Das wäre wahrscheinlich sowieso eine ganz gute Idee. Machen wir mal. Genau. Das hier war. Genau, das hier ist großes Handelsschiff. Dann können wir da nämlich auch mehr mitnehmen. Weil der hier, ja, der ist, obwohl, nö, ist er nicht. Also voll ist er nicht, aber fast voll. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Sehr schön, so, dann richten wir die Route gleich mal ein. Also, mein Lieber, du fährst erstmal hierhin, holst ab. Gewürze, was geht. Und zwar mehr als nur 200 Tonnen, wenn es geht, alles, was du voll kriegen kannst. So. Die volle Runde. Danach fährst du zur Hauptstadt. Und dort lädst du erstmal so viel aus, wie die haben wollen. Ups, nein. So viel aus, wie die haben wollen. Oh Mann, das ist an meinen Rumgeklicke hier, ne? Also bei nur 1404 geht das deutlich schneller. Vor allem hier verklicke ich mich auch immer ganz gerne mal. So, wenn du hier fertig bist, dann fährst du wieder hier hin. Von da aus er wieder zurückgehört, hat er ja schon gerafft. So, so. Nein. Nein, nicht Salzgestein. So. So. Nein. So. 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 Und so. Und los geht's. Und dann ist das hier unsere neue Gewürzroute. Aber ich muss erstmal die alte finden. Hier glaube ich, ja. Dann bist du pensioniert erstmal. Flotte ist auf Zielkurs. Ups, da soll eigentlich eine Einzel. So, der ist jetzt pensioniert. Und unser neues Schiff, was ich erstmal nochmal finden muss. Hallo? Wo ist denn jetzt hingefahren? Ist der jetzt hier hochgefahren? Der ist wirklich erstmal hochgefahren. Pff, naja gut, meinetwegen. Das ist jetzt hier unsere neue Gewürzroute. Und da schreibe ich mal rein 1-2, damit wir wissen, der bedient beide Inseln. Auch wenn man es in der Schiffliste wahrscheinlich kaum erkennen kann. Ah, es geht. Hier. Bei der Seidenstoffroute ist es ja auch schwierig, das zu erkennen. Wie sieht es eigentlich bei der aus? Wir haben wahrscheinlich immer noch zu wenig Seidenstoffe. Aha. Aha. Okay, gut. Gut, wir brauchen hier noch etwas mehr Indigo. Das können wir auch gleich mal spontan organisieren. Hoffe ich. So. Und dann, ich baue hier einfach mal einen Marktplatz ran. So. Ja, ich weiß, ich wollte das hier mal alles umbauen, aber... Naja, kennst du ja, ne? So. Den mal eben rangebaut. Der hat jetzt die beiden und den. Okay, das ist super. Der hier oben kümmert, der hat der genügend, worum er sich kümmern kann. Der hier hat anscheinend zu wenig zu tun, genauso wie der hier, den fehlt die Seide. Okay, da kann man auch was machen. Pass mal auf, da kann man auch was machen. So zum Beispiel. Das ist zu knapp. Huch, da hat er eben kurz geruckelt. Warum auch immer, so da noch einen hin.
Und ich glaube, ich hatte das ja schon mal überlegt, ne? Hier einfach mal so einen reinzuquetschen. Aber der ist ja schon ziemlich suboptimal dann. Nee, lass mal so, es geht schon klar. Wie sieht's mit der Bilanz aus? Ach, komm, easy going, brauchen wir uns gar keinen Kopf machen. So, hier oben, Gewürze und so. Null, wunderbar. Ist ja grandios. Guck mal, das hier ist unsere Ölroute. Ist der jetzt erst angekommen? Na, der nimmt etwas mehr als 200 Tonnen mit. Ich weiß absolut nicht, wie viel wir hier einlagern können. Aber ich glaube, wir dürfen unsere Produktion nochmal etwas anheben. Hey, hey! Genau. Dafür nehme ich mal unser dickes Schiff hier und schicke das mal eben hier hoch. Anker lichten! Und hole nochmal ein paar Baumaterialien. Und dann bauen wir hier nochmal ein paar zusätzliche Gewürzfarmen. Damit auch quasi alle was davon haben. Guck mal, der hat ja nicht mehr so viel. Flotte ist auf Zielkurs. Das sind ja gerade mal noch, wenn überhaupt, 100 Tonnen. Wahrscheinlich nicht mal mehr. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Es sollte schon so sein, dass für jede Insel 200 Tonnen, sag ich mal, bereitstehen. Weil jetzt, ich meine, guck's dir an. Wenn ich dann das Ding zu fassen kriege, da. Und zack, alle. Das war's schon. Das ist ein bisschen knapp, mein Freund. So können wir das nicht machen. Die kaufen uns aber auch echt alles ab, was wir haben, ne? Verkaufen wir nochmal Seile, da wir die jetzt im Moment mal wieder gar nicht brauchen. So, warum haben wir noch Tierhäute? Fällt mir gerade mal so auf. Man könnte natürlich da einen Dingsbums bauen und die verkaufen und so, ne? Das geht schon. So, hier werden die Gewürze auch schon etwas knapper, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, es liegt einfach an der Zeit, das Ganze zu transportieren. Also, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Was könnte man denn noch verkaufen? Alkohol haben wir eigentlich zu Genüge mal wieder. Aber da lasse ich es auch so, dass wir noch die Hälfte im Lager behalten. Ach, da kommt gerade ein Händler. Vielleicht können wir noch was schnell reinschmeißen. Nee, eigentlich. So, Verkaufserlöse. Sehr schön. 1400 irgendwas. Und wir haben die 4-Millionen-Grenze geknackt. Yay! Und draußen fährt die Feuerwehr. Achso, ja, warte mal. Wir wollten ja hier... Das fällt mir wieder ein. Wir brauchen vorwiegend Holz. Machen wir es mal so. So, obwohl, nee, wir brauchen nicht vorwiegend Holz. Wir brauchen vorwiegend eigentlich Ziegel. So, los geht's. Flotte befehlsbereit, Kommandant. Na, dann mach dich mal auf den Weg, mein Lieber. So, was verkauft ihr eigentlich nochmal? Sobald ich das Hauptzelt... Ach, da ist es doch. Mit der Flagge. Ich muss mir merken, mit der Flagge. Wahrscheinlich hier auch? Ja. So. Ach so, das war das Ding. Die wollen Tabak. Hm, nee. Aber hier kann man Tabak anpflanzen, fällt mir gerade so auf. So als Notinsel quasi. Aber hier ist auch viel Wüste, das ist nicht so gut. Wir sollten nochmal eine Insel finden. Ja, hier zum Beispiel. Wobei, wir hatten noch hier überlegt, ne? Das ist doch quasi so ein Äquivalent zu der Insel, die wir schon haben. Hier, wenn man mal auf die Karte schaut, wie ich hier springe, das ist da ein und dieselbe Insel. Da können wir vielleicht hier dann auch nochmal ein bisschen was anpflanzen. Wird wahrscheinlich so oder so irgendwann nötig werden. Weil wenn wir da oben Kaufleute haben wollen auf der zweiten Insel, dann brauchen wir Tabakwaren auf jeden Fall. So, und ich sehe schon, wir könnten hier den Marktplatz nochmal downgraden. Genauso wie auch den hier, ja. Können wir auch machen. Die anderen lasse ich mal so, wegen Produktion und sowas. Auch wenn wir da Zweier noch draus machen könnten, aber wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge hier. Wir sollten hier vielleicht mal eine eigene Werkzeugproduktion stemmen. Würde ich mal so vorschlagen. Und ich sehe da auch schon was. Baue da einfach meine... Nee, baue ich nicht, weil wir keine Werkzeuge haben. Ganz schlau. So, die Stoffproduktion. Die könnten wir eigentlich auch mal anweisen, dass sie in die Hauptstadt noch die Stoffe bringt. Denn dann könnte es auch klappen, da oben mal die ganzen Schafffarmen abzureißen. Die ja doch eine ganze Menge Platz beanspruchen. Wo ist unser Schiff? Stoffroute, da. Ich packe da einfach nochmal einen weiteren Eintrag rein. Dass er danach einfach nochmal hier hinfahren soll.
Und da auch nochmal kräftig auslädt, so von Stoffen her, ne? So. Und ja, komm, pack alle drei, was du hast. Bin gerade verwirrt gewesen. Okay, nee, alles in Ordnung. Ich denke mal, hier lädt er auch alles aus. Ja, genau. Gut, ja, dann macht deinen Job so weiter. Der fährt erstmal in die zweite City und dann in die erste. Ist in Ordnung. Ja. Ich überlege, ob ich einfach schon mal die ganzen Dinge alle abreiße. Ich glaube, ich fange einfach mal hier unten an. Da, wo wir damals quasi angefangen haben. Oh Mann, das war noch Zeiten. Oder war ich noch jung? So. Steht hier quasi ein herrenloser Marktplatz rum. Den man theoretisch sogar abreißen könnte. Praktisch wäre das wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ich lasse ihn einfach erstmal rumstehen. So, und wir reißen hier schon mal ein paar ab. Die hier oben noch. Den hier noch. Den hier noch. Und den hier noch. Ah, es könnte schon von den verarbeitenden Dingern ein bisschen knapp werden, aber... Ah, mal schauen. Ich meine, es in Relation zu den Schaffarmen, ne? Also, mal schauen. So, Stoffe gehen natürlich jetzt schon mal ein bisschen runter, das ist klar. Aber, das Stoffschiffchen... Achso, der war, glaube ich, schon da. Jetzt holt er ab. Boah, Schock. Dann fährt er hier hoch. Dann fährt er darüber. Es ist schon ein ganz schöner Weg, der vor ihm liegt, aber... Ja, der wartet schon. Ah, so, wunderbar. Herrliche Verkaufserlöse auch am Start. Hm. Muss ich schon fast überlegen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hier sieht es ja soweit alles noch in Ordnung aus von dem, was wir haben. Die Stoffe gehen, wie gesagt, natürlich jetzt etwas runter. Aber ich schätze mal schauen. Der wird ja nicht so viel ausladen. Ich glaube, da bleiben sogar mehr als 200 Tonnen übrig. Die hier sind halt noch nicht so stoffgeierig. Aber ich traue mich auch noch nicht, jetzt hier auf Bürger aufzurüsten, weil 41 Tonnen Gewürze sind gerade mal nur angekommen. Die sind natürlich im Nu weg. Aber, ach so, ja genau, stimmt, wir hatten ja hier unten noch das Schiff. Wir wollten ja hier etwas aufrüsten. Dann machen wir das doch einfach mal. Nein. So. Okay, oh, das sieht schön aus, schön grün. Ach so, da sind wir glaube ich noch im Marktplatzgebiet, ja, wäre mal gewesen. Ja, ich baue den mal hier hin. Ah, Hilfe, es kitzelt am Ohr. Ah, ich glaube, den habe ich ein bisschen schief gebaut, aber ist egal jetzt erstmal. Kann ich hier so... Nee, kann ich nicht. Kann's vergessen. So, ich bin mal gespannt, ob die Mackkarre da rüberkommt. Kommt der da überhaupt hin? Ja, dürfte theoretisch klappen. Muss ich mal schauen, ob der da hinten rankommt. Ich habe ja schon so das Gefühl, dass das nicht klappt. Wegen dem blöden Stein hier. Den natürlich nicht entfernen kann. Warte mal. Vielleicht klappt es ja so. Mal schauen. Ah. Nee, ich glaube, das will er nicht. Dann machen wir das anders hier. Erstmal das Feld neu gebaut. Na, was ist los, Katze? Machst du wieder rrr? Oh Mann. Katzen sind schon lustige Tiere. Ich brauche hier mal den Weg raus. Und bei denen hier, wo kommt der Weg denn daran eigentlich? Ah, okay. Hier so links. Zack. Ah, wunderbar. Mich ausnahmsweise mal nicht verbaut. Wow, 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 wow. Nur die Ruhe. Kommen die denn her? Ach, von dem hier. Ah, okay. Easy going. Warte. Ich drehe mich mal wieder. Da haben wir ja auch noch einen Marktplatz. Ach, da kommt er sogar ran. Warte mal, dann mache ich das mal gleich so. Sehr schön. Die rennen natürlich gleich mit zwei Marktkarren los.
Ja, es war auch notwendig. Okay. So, dann bauen wir den nächsten mal. Ja, ich baue ihn einfach mal hier hin, auch wenn wir da dem anderen zwei Felder klauen, aber soll's drum. So, hier muss ich auch nochmal ein Feld klauen. Da können wir direkt anknüpfen. Hoffe, das ist so richtig. Mal schauen. Ja, kannst du dich mal da drüben abholen. Ja, gut, funktioniert sehr schön. Alles klar. Gut, dann baue ich hier noch ein. Ja, drauf geschissen, wenn es jetzt nicht vollständig passt. Hallo? Ah, jetzt. So, muss passen. Wunderbar. Na, das sieht doch schon mal ein bisschen voller aus jetzt. Genau. Dann haben wir ja wieder ganz gut was geschafft in dieser Folge. Dann hoffe ich mal, dass wir es vielleicht beim nächsten Mal schaffen, dass wir hier Bürger reinkriegen. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein paar Schippen auflegen, so wie ich das mit den Gewürzen sehe. Das wird nur eine harte Nuss. Warte mal, das hier, das ist die Stoffroute. Mal schauen, wie viel schmeißt der eigentlich hier weg, wenn er an der Hauptinsel ist. Ich glaube, wir müssen auch bei der Stoffproduktion dann noch etwas aufstocken. Oh, doch so viel. Okay. Lass ich die paar Schafhaben dann nochmal stehen. Gut. Naja, gut, meine Lieben. Dann werde ich jetzt mal abspeichern. So. Spielstand gespeichert. Gut zu wissen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Anno 1503. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Haut rein, meine Lieben. Ciao.